Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Garten-Update. Mensch, wir haben echt lange nichts mehr von uns gartentechnisch hören lassen. Ja, das ist schon echt eine Weile her. Das letzte, was wir hatten, waren jetzt die Tomatenanzucht. Das ist jetzt schon, ich würde sagen 2 Monate her, 1,5. Ja, die Tomaten sind natürlich super gewachsen. Ja, wie ist es denn bei euch ausgegangen? Habt ihr auch was gemacht oder nicht oder wie auch immer? Pass auf, ich zeige euch mal ein kleines Garten-Update. Tomätchen sind im Gewächshaus und so viel habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne? Aber was wir alles so ein bisschen vorhaben. Dann kommt mal mit. So, wir starten mal am Feld. Guck mal, hier steht der Weizen. Das sieht auch richtig schön aus. Wir haben ja ein Bombenwetter. Und jetzt laufen wir hier mal lang, ne? Hier steht irgendwann bald wieder der Pool. Wenn es dann mal warm genug ist, aber warm genug ist es ja fast schon, aber wenn ich auch mal die Zeit dafür habe. Hier, der Liebstöckel, der kommt jedes Jahr wieder. Hier hat es auch schon ein bisschen geblüht. Eigentlich wollte ich die Rhododendren rausmachen, aber ja, der eine, der ist jetzt wieder gekommen. Mal schauen. So, dann sind wir auch schon beim Gewächshaus. So sieht es hier aus. Gehen mal rein. Ich habe wieder, ihr habt es ja gesehen, ganz verschiedene Sorten gemacht und ich bin mal echt gespannt. Die da hinten muss ich sogar noch einpflanzen, die eine Journey Prince, wie das dieses Jahr wird. Ich habe nicht ganz so eng gepflanzt wie letztes Jahr, das war schon fast zu viel. Deswegen mache ich es diesmal so und ich werde mal schauen, wie das wird. Hier geht's weiter. So, das wird dieses Jahr so meine Baustelle hier. Ne? Hier ist ja quasi unter unserem tollen Kirschbaum, der wieder richtig viel tragen wird, ist hier nochmal so eine Art, Beet gewesen, wo eigentlich nur irgendwelche Büsche drin waren. Und ich habe mir halt gedacht, da es auf der Terrasse im Sommer so heiß ist und da auf der Wiese die Tische manchmal nicht so gerade stehen, wie sie sollen, mache ich hier halt noch eine kleine Terrasse hin. Und die ist halt auch dann direkt unterm Kirschbaum, was halt den großen Vorteil hat, wenn es hier draußen 35, 36 Grad sind, dann hat man hier einen wunderbar schattigen Platz und es ist ein angenehmes Klima unterm Bäumchen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, kommen wir zu unserem kleinen Hochbeet, was ich letztes Jahr gemacht habe. Hier seht ihr auch, hier haben wir Integromet. Das ist noch, so ein Plexiglas-Würfel gewesen. Den hatte ich euch, glaube ich, in irgendeinem Video schon mal gezeigt. Den haben wir von Nicoles Arbeit bekommen. Ich schmeiße ja nicht gerne was weg. Ja? Den habe ich jetzt ein bisschen umfunktioniert als Regenschutz für die 2 Tomatenpflanzen, die jetzt hier in dem Beet sind. Hier habe ich auch schon ordentlich gemulcht. Ne? Das ist halt alles trocken. Ne? Und dass der Wind halt nichts, die Erde nicht so wegtrocknet. Und dann, das habe ich heute gemacht. Ich habe ja noch ein paar Tomaten übrig gehabt. Die habe ich jetzt einfach hier reingebastelt. Und do-it-yourself-mäßig habe ich mir überlegt, was macht man denn gegen den blöden Regen? Das ist noch nicht ganz fertig. Aber wir haben ja vor, 1,5 Jahren oder sowas unser Bett erneuert sozusagen und da habe ich halt die Lattenroste auseinandergenommen und die sind alle mit in den Garten gewandert. Dieses Holz kann man immer verwenden. Ne? Schaut mal, ich habe ja wie so ein kleines Gittergerüst gebaut, habe das zusammengeflickelt und dann kommt hier oben auch do-it-yourself. Guck mal, das hier war glaube ich eine Tüte, wo Basaltsplit drin war. Ich möchte ja gerne alles irgendwie ein bisschen wiederverwenden, ohne dass man immer gleich alles wegschmeißen muss. Gerade Kunststoff oder Plastik. Deswegen und dadurch, dass ich halt für die Terrasse auch noch bisschen Split oder irgend sowas in die Richtung Kies benötige, kommt hier oben halt an als Dach noch einiges drauf. So, das Beet ist noch leer. Hier hinten ist der Kräutergarten, der geht auch zurzeit ab wie Schmidts Katze. Ja, der Oregano, die Sauerampfer, das ist echt irre. Ja, den lasse ich erstmal so ein bisschen wild wachsen. Hier sind noch ein paar Erdbeeren, ein paar alte dazwischen.
Ich zeige euch gleich, wo unsere neuen Erdschwärchen sind. Die sind aber noch ganz, ganz, ganz klein. Ja. Hier gibt vorne gibt es dann wieder Sonnenblumen. Und falls ihr das jetzt schon gesehen hattet in meiner vorhergehenden Einstellung, das ist quasi unser neues Hochbeet. 4 Meter lang und da passt eine ganze Menge rein. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schon befüllen kann, weil da passt echt eine Menge rein und richtig viel. Deswegen, ich habe erstmal auch ganz viel Holzverschnitt mit reingeschmissen und Gras und was dann alles noch so anfällt, das kommt hier alles mit rein. Das kann dann unter der Erde, die dann später mal mit rauskommt, dann auch verrotten. Aber da kriege ich halt noch eine ganze Menge rein. Also ich würde sagen, so bis zur zweiten oder sowas will ich das noch komplett voll machen. Mit Schnittgut, Rasenschnitt, allem drum und dran, dass das richtig vollgeballert ist. Und dann kommt oben eine Schicht Erde drauf. Ja, und ich sage mal, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr schon was wird. Das ist dann eher ein Projekt zum Füllen bis zum nächsten Jahr. Da sackt dann auch noch einiges weg. Deswegen kann ich das jetzt dieses Jahr noch ganz gut mit als Komposter mitnutzen. Jedenfalls für so gröbere Geschichten. Und ja, da freue ich mich dann schon drauf nächstes Jahr. Es ist auf jeden Fall ein rückenfreundlicheres Arbeiten. Ja, dann die Brombeere. Die wächst auch wieder wie verrückt. Terrassentechnisch und sowas haben wir auch noch gar nichts gemacht. Wir sind hier noch so ein bisschen, sag ich mal, ja, so wie wir halt können. Ne? Dann haben wir hier vorne Erdbeerbeet. Hier waren wir schon sehr aktiv. Ne? Und zwar hier haben wir wirklich, Erdbeeren bestellt bei Kraus Erdbeerhof. In der Summe dann 50 Stück. Ein paar haben meine Eltern bekommen. Und ein paar haben wir noch zu Hause in den Balkonkasten gepackt und der Rest, der ist halt hier. Die sollen tatsächlich jetzt noch richtig abgehen. Ne? Ich bin mal gespannt. Und hier die ganzen Rosen, die haben wir auch alle rausgemacht. Dafür gibt es jetzt hier überall Erdbeerpflanzen. Der Lavendel ist natürlich drin geblieben. Erdbeere, 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 Erdbeere. Und letztes Jahr hatte ich ja hier hinten auch noch Tomatenpflanzen. Das werde ich dieses Jahr schön lassen, weil der Herr Nachbar hat hier seine Kartoffeln hingepackt. Darf er ja auch, ne? Man muss es halt nur wissen. Ne? Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Hallo. Und jetzt haben wir hier noch die Terrasse. Wie gesagt, hier ist noch nicht viel passiert. Hier werden wir auch noch ein bisschen klar Schiff machen, aufräumen, Ordnung machen. Das, was halt hier noch passiert ist, ist, wir haben eine neue Küchenzeile. Wir haben das so ein bisschen abgeändert. Aber hier ist jetzt gerade auch ein bisschen Chaos. Deswegen, ja, muss ich euch das jetzt nicht klar zeigen, aber sicher seid ihr neugierig. Ne? Und ja, das war es eigentlich schon. Da liegt Nicole. Die ist tatsächlich etwas kränklich. Er ist kalt. Sie will schlafen. Ist müde. Wir gehen mal zurück zum Ausgangspunkt. Bim, bim, bim. Über die Wiese an Emils Zelt vorbei. Und dann schauen wir mal noch eine Runde aufs Feld. Ich finde, das sieht immer aus wie Watte. Super, super. Ja, das soll es von unserem kleinen Update gewesen sein. Ich hoffe, ich komme einfach dazu, auch dieses Jahr mal wieder ein bisschen mehr Gartenvideos zu machen. An Ideen fehlt es eigentlich nicht. Es ist einfach immer nur die Zeit, die das bei mir teilweise nicht zulässt. Aber ja, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Und ich hoffe auch, unser kleines Gartenvideo hat euch gefallen. Wenn ihr, keine Ahnung, euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Besucht uns gerne auf unserem Kanal. Macht die Glocke an, verpasst kein Video. Und ja, dann sage ich Tschüssi und bis bald. Euer Tino.